Jo Leute, was geht ab? Hier ist ein Kanal, heute spielen wir Fortnite Mario Kart mit den Jungs André und Oluman. Was geht ab? Wir haben wieder Trolls und alle möglichen Scheiß, darum guckt das Video bis zum Ende, lasst ein Like da, checkt die Jungs ab und viel Spaß beim Video. Und los geht's, Leute! Tschüss! Wir sehen uns, ich bin in die Mitte weg. Ey, du hast Beine genommen! Muck nicht, Kalle. Guck jetzt. Ah! Das Eis ist so nochmal anstrengend. Hä, wo ist Oluman? Er ist durchgespielt schon. Schau, macht's gut, Digga! Ich wurde nach hinten gebounced. Okay, aber egal. Wir holen die Jungs noch ein, hoffentlich. Beziehungsweise mindestens Oluman, weil André ist gar nicht so weit weg. Na, Oluman ist jetzt auch neben mir. Was laberst du? Das ist gar nichts mehr. Ey, ehrenlos! Ich hab auch Eis bekommen. Junge, ich bin der Eismaster. Kalle, hör auf mich zu schubsen! Rauchgranaten. Warum? Sind eklig. Hä? Ich bin Kopfhipper. Okay. Komm, komm, komm. Und durch. Checkpoint bekommen. Und Mann, warum bist du mit Eis so... Digga, nee. Ich hab unendlich Eis. Ja, das ist Eisschrecke, Bro. Ich habe auch Eis, obwohl ich nicht getroffen wurde. Es gibt so Eisparts, die so komplett... Eure eigene Medizin. Ah, okay. Was ist denn los? Keine Ahnung, wo ich bin. Und Mann, das ist in Fortnite 7. Sieht gut aus hier, Jungs. Ja, ich hab noch eine rauchende Granate. Nein, ich sehe nichts. Und ich bin gegen Eiswürfel gefahren. Boah, ich bin perfekt durchgeslidet. Kuss, danke, Kalle. Nein! Ich bin stuck. Ja, mach's gut! Hält mich, Stepp, oh, du Mann! Oh, ich bin First Man. Sieben Runden? Nein, drei Runden. Sieben Checkpoints pro Runde. Wir müssen machen zwei Runden, dann gehen wir ins nächste. Darum heißt es... Hä? Lol! Das ist ja auch nochmal cool gewesen. Bild. Und ich bin weggebounced worden von dem Pinguin. Oha. Pinguin. Wer auch immer dieses explodierende Eisding geworfen hat, ich küsse dein Herz. Ich hab das gemacht. Weil du hast mich einfach aus dieser Kuhle rausgeholt, weißt du? Ich war da so gefangen, so in Kein meinem Ding. Loch. Mit deinem Loch? In mein... Hä? Was? Reden wir nicht drüber. Okay, da vorne ist André. Wo bist du eigentlich, Oluman? Nee, muck nicht, Kalle. Das ist halt eine ernstzweite Frage. Ich muck nicht, ich werde eh Zweiter. Hey, wieder die schlimmste Map, die du rausgesucht hast, Digga. Ich feier dich. Leute, die letzte... Das ist voll so Dings, so Konzentrations-Map. Ist so. Die letzte Map ist die schönste Map, die ich jemals gespielt habe. Okay. Darum müsst ihr auch nicht bis zum Ende schauen, das ist echt kein Clickbait, die ist echt genial. Alles klar, diese Blöcke halten mich einfach ab. Ich kann die nicht aufsammeln, perfekt. Oh no. Ja, bei mir auch gerade, deswegen hat Kalle mich aufgeholt. Ah, Pinguin! Nein! Och nö! Ehrenlos? Ja, ich hab ihn umgedreht, komm, komm! Mach den Drift des Lebens. Mit dem Eis ist es sogar einfacher. Ich find's auch nochmal schwer. Oha, Kopf an Kopf rennt zwischen mir und André. Und ich bin Erster. Let's go! Wir jetzt auf einmal zwei Runden. Okay, dann lass alle machen. Komm, lass alle machen, wenn du willst. Drei Runden haben wir doch gesagt. Ich hab zwei, aber egal, ich war trotzdem drei und wär Erster. Passt auf. Bei zwei Erster. Ja, ich sag ja, ich wär trotzdem Erster. Ich hab mich selbst getrollt. Und André slidet an mir vorbei mit seinen Eisfüßen, Digga. Schneeball hat mich mitgenommen. Und du hast mich dadurch abgefangen. Und jetzt bin ich irgendwie in einer Ecke drin. Junge, diese Pinguine, ne? Okay. Ey, die haben auch eine Hitbox wie Odemans Arsch. Ohne Witz, Digga! Ich treffe mich die ganze Zeit selbst mit den Eisgranaten, das ist auch nochmal Troll. Verdammt, ey, Mann. Oha, wilder Glider. Ja, Digga, also. Und? Jetzt Odemann trollen, ich bleib jetzt hier hinten. Okay. Nimm deinen Win, Kalle, nimm. Ehre. Nimm es wirklich. Erste Ding haben wir gewonnen. Die Jungs haben keine Lust mehr, die trollen sich jetzt gegenseitig. Und jetzt krieg ich eine Harpune. Jetzt, wo ich Erster bin, krieg ich eine Harpune. Okay. Was, ich hol dich jetzt noch ein. Safe nicht. Okay, ich bin stuck. Slide in den. Ah, ich hab hier einen Harpoon bekommen. Lol. Egal. Das Ding haben wir gleich durch. Ah. Ich seh die Ziellinie. Und. Komm. Nein, der Pinguin des Lebens. Ende. Let's go. Wir sind Erster geworden. Ich glaube, André ist Zweiter gerade, oder? Okay, Leute, erste Rennen haben wir gewonnen. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Map. Let's go. So, Leute, Rennen Nummer 2. Seid ihr ready? Yeah. Yeah. Und? Gibt man mir erstmal ein Auto?
Ja. Bei mir auch, aber egal, wir sind durch. Oha. Bist du, Kalle? Und mal mit Nitro. Zü. Vector. Mhm. Oh, du Mann. Bist du eben gerade nach oben geflogen, Kalle. Das sah ganz komisch aus. Ciao. Ja, gut. Leute, wir dürfen die Jungs nicht gewinnen lassen. Jetzt kommt der Drift des Lebens. Und ich bin gegen die Wand gefahren. Ich bin gegen die Wand gefahren mit Drift des Lebens. Okay, aber da vorne sind die Jungs. Ihr könnt sie noch einholen. Niemals. Safe, niemals. Niemals. Safe, safe. Weil wir sind nämlich mit perfekten Kurven unterwegs. Wir nehmen die perfekte Linie. Und, oha. Stronger Sprung. Die holen halt wirklich auf. Auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Du bist so Dritter. Ich werde so Zweiter. Pass auf. Warum? Weil man kann bei der Map gar nicht verkacken. Pass auf, ich zeig dir. Es gibt dieses, wie bei Formel 1 und sowas, diese perfekte Kurve, die man fahren kann. Und ich bin dir ehrlich, ich hitte die gerade echt stabil. Mhm. Und? Close also nehmen. Ich sehe die stabilen mindestens 30 Meter hinter mir. Hä? Guck mal, wie close ich inzwischen schon gekommen bin. Warum bist du jetzt so? Ich hab gewonnen. Ah nein! Ist schon vorbei? Ah, okay, Leute, dieses Rennen hat ich verloren. Schade. Wer war erster? Odoman oder André? Yes. Okay, heißt einmal habe ich gewonnen, einmal hat Odoman gewonnen. Und nullmal hat André gewonnen. Und André war zweimal Zweiter. Let's go in Rennen Nummer 3. Leute, herzlich willkommen zur Map Nummer 3. Die Regenbogenstrecke von Jonesy Kart. Die sieht schon sehr wild aus. Auch weil die Strecke so halb durchsichtig ist. Und macht's gut, Digga. Perfekte Ciao, Kurve. Digga, Yo, ich fliege über die Map! Ciao, what? Gut, Kalle. Wo bin ich? Kalle ist out of game! Ja gut, okay. Ich bin stuck. Das ist der Wayne gehört wieder mir, Jungs! Safety! Ich muss von Anfang an fahren! Och nö! Fang von Anfang. Okay, aber Leute, es gibt zwei Runden, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also zwei Duo. DOS. Zwei, du? Wie war nochmal die englische Zahl für zwei? Two. So, darum. DOS. Es ist doch alles drin? Auf jeden Fall nicht, Kalle. Du weißt ganz genau, dass du Letzter bist. Wollen wir wetten nicht? Okay, wir wetten um was? Waffe? Okay, okay. Wir wetten um meine Dings. Meine perfekte Waffe. Also die beste Waffe, die wir kriegen können. Mit Win. Ja, okay. Und was krieg ich, wenn ich Recht habe und Zweiter werde? Kriegst alle meine Waffen. Oha, wenn du willst mit Spitzhack kämpfen. Spitzhack? Mit Spitzhack kämpfen? Mit Spitzhack. Okay, Leute. Also Erster wirst du safe nicht mehr können. Nee, Erster nicht, aber Zweiter kann ich noch werden. So, perfekten Winkel. Kurve nehmen. Oh mein Gott, kommt schon, Leute. Glaubt an mich. Junge. Ja, mein Motorrad fährt ohne mich weiter. Wild. Und Fullspeed. Ja, wo seid ihr denn? Hey, ich bin von deinem Motorrad gefallen. Nein! Ah! Okay, ich werde, glaube ich, doch nicht mehr Zeit. Ich bin von meinem Motorrad gefallen und habe den Checkpoint nicht bekommen. Mann! Okay. Gut, Kalle, deine Waffe ist weg, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber... ich gehe nur noch wetten mit Kalle ein. Digga, das ist halt so traurig. Hätte ich mal nichts gesagt, so. Hätte ich einfach die Waffe gehabt, hätte eine starke Waffe und alles ist cool. Hä, was ist jetzt los? Ich bin irgendwie an der Wand am Kleben, wie so ein Magnet. Bei mir auch. Siehst du mich? Nee, ich sehe Ullmann, wie er gerade ins Ziel fährt. Oha. So, final lap. Warte mal, du hast die erste Runde jetzt gerade fertig? Ja. Okay, ich habe vergessen, was noch um den Meteoriten rum. Ich bin gerade bei Meteoriten. Was? Digga, dann kannst du aufhören. Oh mein Gott, du. Glaubt ihr wirklich? Ich habe keine Chance hier. Aber die Map ist wild, es macht übel Spaß. Die ist echt schön. Wenn die Motorräder nicht so kacke wären. Aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut, dass das die Motorräder sind, weil du ja nicht permanent durchspeeden kannst, weil du sonst nicht um die Kurve kommst, weißt du? Ja, wenn, sobald du Nitro drückst, klebst du an der Wand. Ja. Wie so ein Magnet. Aber wenn du mit Maus und Tastatur lenkst, dann ist es eigentlich voll satisfying. Unnormal, weil du die Kurven mal perfekt nimmst. Ja. Oh mein Gott, ich hab ein Motorrad von euch gehört. Oh mein Gott. Ich bin jetzt beim Komet, aber zweite Runde. Ach so, bei welchem? Bei dem großen oder bei dem mit dem Kristall drauf? Mit dem Kristall drauf. Ja, okay, ich war gerade bei den Großen, als ich es gesagt hatte. Ja, da bin ich gleich. Okay, Digga. Ich bin auch jetzt beim Komet mit dem Kristall drauf. Ja, dann kannst du mich ja echt noch einholen. Komm, gib Gummi!
Aber es ist noch Kalles erste Runde, oder nicht? Nee, zweite, Digga, zweite. Ach so. Okay, Digga, sorry, hast du dich mal rundet, oder wie? Und? Kurve nehmen. Oh mein Gott. Jetzt kann ich richtig gut ausfahren mit Boost. Hä, hey, warte, Five-Head-Move. Ich sag natürlich jetzt nicht, was ich mache, weil sonst macht André es auch und ich hole ihn nie ein. Mache ich schon die ganze Zeit. Was denn? Einfach die ganze Zeit an der Wand fahren. Mit Nitro? Ja, ja. Ja, okay, uff. Big uff. Und komm, nimm den Boost mit! Oh mein Gott, ich sehe dich! Du bist in der gleichen Spule wie ich, nur über mir. Ja, da ist noch einiges an Kilometer, die du einholen musst. Oh mein Gott, komm! Kalle, du schaffst das! Ich bin vor der Ziellinie, Jungs. Okay, Odoman, du sagst wie Dings, wer erst reinkommt, okay? Ja, André. Also ich sag André. Nein, nicht... Aber was meinst du? Ja, ich komm zuerst rein, safe. Nee, ich meine von uns beiden. Du bist so Cheerleader-Girl, Linienrichter-Frau da, weißt du? Die mit der Cheerleader? Mit der ja, ich bin fast noch runtergefallen am Schluss. Ich musste reinfahren, weil sonst André wäre durch. Ach so, das ist vorbei, wenn wow. André reinfährt. Also ja, Leute, ich bin Zweiter geworden. Ja, ich habe auf jeden Fall verloren. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt in den Fight rein. Habe ich überhaupt Waffen? Du hast überhaupt keine mehr jetzt, oder? Let's go! Ich habe keine Waffen. Ich komme ja von der grauen Pistole. Bis gleich im Fight. Also Leute, wir gucken uns jetzt erstmal die Waffen von den Jungs an, weil unsere Waffe ist natürlich relativ obvious. Was hat Odoman? Guck, Uhrzeitmaster. Der Höhlenmensch, oder was? Mhm, so ein Ding ist das. Okay, André, was hast du? Ich mach den Standard, aber Bogenschießer. Schießer. Standard-Bogenschießer. Mhm. Digga, okay, und jetzt kommt... schon mal im Schützenverein, Alter. Der krasseste Loadout von allen. Seid ihr ready? Yes. Yes. Oh! Oh Gott. Ey! Oh, da ist sie. Ich hab sie gar nicht gesehen, so krass, wie die am Leuchten ist. Dann würde ich sagen, verteilen uns jetzt erstmal überall auf der Map und dann fangen wir an zu fighten. Ich bin euch ehrlich, ich habe echt ein gutes Gefühl bei meiner Waffe. Mhm. Ich werde es easy gewinnen, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's fit! Okay. Wir müssen aufpassen, weil die haben alle Distanzwaffen und alles. Wir haben halt nur eine Pistole. Yes. Okay, wir gehen hier lang. Wie? Oh man, das liegt auf seinem Flugzeug. Oh mein Gott, Premiere. Mhm. Ah! Okay. Da unten ist André. Au! Okay. Oh mein Gott. Okay, ich bin low, low, low. Nein, aber Oma war genau über mir, Digga. Ich bin tot. Au. Okay, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen umdenken. Hi, André. Es geht. Ich habe die Idee. Erstmal wieder verteilen. Wir kennen diese Map ja auch. Wir haben ja nicht das erste Mal hier drauf gespielt. Und wir können das Jungs hier einfach so gewinnen lassen. Darum machen wir jetzt den smarten Way. Ray. Ray. X-Ray. André, Schuss. Mit Flammenbogen. Du, 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 du. Also Leute, ich bin euch ehrlich. So sollte es doch funktionieren, oder nicht? Hä, warte mal. Wie viel Schild haben wir? Oder man trifft mich zweimal. Macht 50 Schaden? Nee, 83. Da waren okay, die Pistolen. Das ist ja unnormal wenig dafür, dass es ja Legendary ist. Ist okay, ja. Mit doch. Welcher Waffe machst du die 83 Damage pro Schuss? Mit dem Bogen, Feuerbogen. Den Bogen? Okay, aber das ist echt wenig. Weil ich hab kein Leben verloren, Jungs. Okay, Entschuldigung. Oh, André, ich glaube, wir mucken. Ja, heute ist nicht mein Aim-Tag, merke ich gerade. Du hast zu wenig Minecraft gespielt letzte Zeit, meinst du? Ist so. Wo ist KB Kackwurst? Ich bin beim Flugzeug. Beim Flugzeug? Warte. Yes. Du erzählst es halt auch immer so, dass man schon weiß, was du machst. Du musst es halt. Ich spiele die Map ja nicht zum ersten Mal. Deswegen gehen wir jetzt in den Mörderraum und holen uns da ein paar Sachen. Nein! Ja, ich hab mich selbst hochgejagt! Ach Mann! Ich dachte, das wäre voll smart. Wie viel Leben hast du noch, sehr ehrlich? Mock nicht. Wo ist Odoman eigentlich? Da, wo er immer ist. Rücken rückwärts. Okay, jetzt. Ich bin stuck gewesen am Flugzeug. Ich kam nicht hoch.
Und? Kalle, muck nicht. Tu ich nicht. Lade ihn ab, Kalle. Der ist schon. Ah! Ich hab gesagt, muck nicht. Ich bin tot! Okay, Leute, wir sind draußen. Ja, wir haben eine graue Biste. Komplett? Ja, ich bin komplett raus. Aber egal, Leute, jetzt die Frage, wer von euch beiden gewinnt das Ding? Ich hab noch zwei Leben, André noch eins. Ja, aber André ist mächtig. Nee. Er hat kein Minecraft gespielt, Bro. Zu wenig Leben. Okay. Oma hat Minecraft gespielt, André nicht. Ganz kurz, ne, diese Uhrzeitwaffe. Ja, die ist krass. Das ist der Schieß, Digga. Hat die Recoil? Ja, bis zum Recoil. Wenn ihr auch in den Recall wollt, lasst ein Like oder ein Abo, dann checkt ihr. Und bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao.